jetzt hat er es uns ordentlich gegeben. Also gut. Schon einige Provokationen. Und ich bin gespannt auf die Debatte. Mein Vorschlag ist, weil wir ja hier Film haben und diesen Film auch auf die Attac-Homepage stellen wollen, aber auch in den YouTube-Kanal, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier einen dritten Stuhl hinstellen für die, die bereit sind, dann auch mit gefilmt zu werden in der Diskussion und sich sozusagen auf 2- bis 3-minütige Zielgespräche mit dem Bruno hier einzufinden. Dann haben wir es ein bisschen anders, so normalerweise mit Rednerliste. Und aber wenn Sie oder du das nicht willst, können wir natürlich darauf auch Rücksicht nehmen und dann einfach nur die Frage oder die Anmerkung hören. Ich möchte euch ausdrücklich einladen, dass ihr nicht nur Fragen stellt, sondern auch eure eigene Meinung beitragt, weil es ist ein Palaver und keine Fragestunde. Und wir haben ja hier auch hochkompetente und hochaktive Menschen sitzen. Wahrscheinlich haben sich auch viele von der einen oder anderen Sache provoziert gefühlt. Bevor die Erste oder der Erste sich hier vorne hinbegibt, möchte ich ihn noch fragen oder möchte ich ergänzend sagen, dass du ja auch sehr wichtigerweise eine Perspektive hast für die arbeitenden Menschen, die zum Beispiel in der Automobilindustrie um ihren Arbeitsplatz fürchten und dass du dir sehr tiefe Gedanken gemacht hast, dass wir auch etwas tun müssen gegen diese Existenzangst. Wenn du darauf vielleicht noch antwortest. Also für mich ist das selbstverständlich, auch wenn das vielleicht aus meiner letzten Bemerkung gerade anders entnommen worden sein mag. Für mich ist es selbstverständlich, dass die ökologische Transformation Hand in Hand gehen muss mit sozialer Gerechtigkeit. Das heißt, gerade weil wir nicht mehr wachsen dürfen, sondern weil unsere Ökonomie schrumpfen muss bis zu einem Steady State, bis zu einem Zustand des stabilen Gleichgewichtes, gerade deswegen müssen wir umso konsequenter privaten Reichtum umverteilen. Die Keynesianer begründen das ja immer umgekehrt. Sie sagen, wir müssen umverteilen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um den Konsum anzukurbeln. Ich sage, umgekehrt wird ein Schuh draus drauf. Gerade weil wir nicht mehr wachsen dürfen, müssen wir umso konsequenter den Reichtum umverteilen. Und zwar in einem viel radikaleren Maß, als das zum Beispiel in der Programmatik der Linken drinsteht, die ja von den politischen Parteien da am weitesten gehen. Das ist der eine Aspekt. Und wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme gerade angesichts dieser Transformation so ausgestalten, dass niemand die Befürchtung haben muss, in ein materielles Loch zu fallen. Das ist aber auch tatsächlich bei vorausgesetzten politischen Willen möglich. Wir sind ja Demokraten, die auf diesem Weg der schwierigen Demonstration, der schwierigen Transformation die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen wollen, möglichst Mehrheiten mitnehmen wollen. Und das werden wir nur, wenn die Menschen sehen, es geht gerecht dabei zu. Das ist selbstverständlich. Und ich meine auch, dass es nicht schwierig ist, die ökologische Transformation sozial zu gestalten. Was die Arbeitsplätze betrifft, wir haben zunächst mal in der Phase des Umbaus, etwa der Umstellung auf öffentlichen Verkehr, haben wir zunächst mal einen großen Bedarf an Facharbeitskräften, die hier ihren Einsatz finden. Eine nachhaltige Gesellschaft wird in vielen Bereichen mehr Man- und Woman-Power brauchen. Eine nachhaltige Gesellschaft, die sozusagen der geplanten Obsoleszenz einen Riegel vorgeschoben hat, eine Reparaturgesellschaft wird, eine nachhaltige Gesellschaft, die von der Agrarindustrie wieder zu einer bäuerlichen Landwirtschaft zurückfindet, wird auch viel mehr Man- und Woman-Power brauchen. Vieles an Rationalisierung, was wir an Produktionsverfahren erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, war ja gleichzeitig verbunden mit einer höheren Energieintensität. Das eine ist die Kehrseite des anderen. Also wir werden in vielen Bereichen wieder auf Verfahren zurückgreifen müssen, die mehr Man- und Woman-Power erfordern. Aber, und das ist unser großes Wohlstandsversprechen, wir werden insgesamt weniger Zeit aufwenden für die Produktion. Schlicht und einfach deswegen, weil wir vieles nicht mehr produzieren werden.
Wenn wir geplante Obsoleszenz, wenn wir der einen Riegel vorschieben, dann heißt das, wir werden Haushaltsgeräte, technische Geräte und so weiter nicht mehr in dem Maß für den Schrott produzieren wie jetzt und so weiter. Wir werden auch auf vielen krankmachenden Unsinn verzichten und so weiter. Das heißt, wir werden insgesamt viel weniger Arbeitszeit aufwenden müssen. Und dann kommt es darauf an, das gerecht zu gestalten durch eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Zeitwohlstand ist das große Versprechen, das wir verbinden können mit der ökologischen Transformation. Da steht sozusagen dem Abschied von vielen liebgewordenen Konsummustern gegenüber, dass wir wieder mehr Zeit haben werden für die Gestaltung unserer Beziehungen und für unsere Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn wir ein völlig anderes Konsumniveau haben werden. Ja, dann bitte Jochen und dann Michael. Wir beschränken das jeweils, also ich gucke ein bisschen auf die Uhr, dass es nicht länger als 3 Minuten jeweils etwa ist. Also mir hat der Vortrag sehr gut gefallen und ich würde jedes Wort unterstreichen und unterstützen wollen. Nur mein Bedenken ist, lässt sich sowas demokratisch überhaupt machen? Demokratie bedeutet ja, dass die Mehrheit mitmachen muss. Und das waren alles sehr kluge, sehr vernünftige Überlegungen, wo sehr viel Gedanken dahinter stecken. Jetzt frage ich mich, wie viel Prozent in der Bevölkerung sind bereit, sich in diese Dinge gedanklich hineinzuarbeiten und sich entsprechend nicht nur persönlich zu verhalten, sondern auch politisch zu engagieren. Es bleibt eine winzige Minderheit, die so klar die Notwendigkeiten erkennt, die du hier dargelegt hast. Meine Befürchtung ist, dass sehr schnell, also oder anders gesagt, die Menschen ticken anders. Es ginge nicht ohne Verbote. Das mit der Freiwilligkeit, da kann ich nicht dran glauben. Und gegen Verbote, die man nicht voll verstanden hat, rebelliert man. Das sehen wir jetzt an den Verschwörungsfantasten, die sogar diese kleinen Einschränkungen mit Maske und so weiter als so schwerwiegende Einschränkung ihrer Freiheit empfinden, dass sie den Bundestag am liebsten stürmen würden. Das ist mein Zweifel. Bleib ruhig sitzen, dann kannst du auch noch mal antworten. Es soll ein kleines Gespräch werden. Einmal noch hin und her. Ja, die Frage treibt mich auch um. Und ich habe da durchaus meine Zweifel und meine Skepsis, ob uns das gelingen wird. Und gerade auch die letzten Wochen und Monate haben mich auch noch mal sehr skeptisch gestimmt. Gerade aus dem Grund, weil Bevölkerungsmehrheiten so reagieren, glaube ich, ist es wichtig, dass wir rechtzeitig genug den Leuten die Illusion nehmen, wir kriegen das sowieso alles mit einem anderen Saft in der Leitung und technisch hin. Denn wenn dann sozusagen das böse Erwachen kommt, dann werden sie ihre Laptops und ihre Smartphones als Menschenrecht verteidigen. Deswegen ist es wichtig, dass zivilgesellschaftliche Kräfte die Bevölkerung darauf einstimmen. Ich setze da sehr auf etliche NGOs, ich setze da sehr auf die Kirchen, die anders als politische Parteien keine Wählerrücksichten nehmen müssten und sozusagen auf diese Notwendigkeiten aufmerksam machen. Das ist das eine. Das andere ist... Mit der Hoffnung, dass es dann in die Parteien wirkt. Ja, genau. Also Nico Pech zum Beispiel, der hat sich von der Politik völlig verabschiedet, mit dem Argument, wir kriegen nie und nimmer politische Mehrheiten, die das tragen. Worauf setzt er? Er sagt, ich setze auf die Diffusionskraft exemplarischer Gemeinschaften. Meine Antwort an ihn war dann, wenn deine erste Diagnose stimmt, dass wir sozusagen für die politische Ebene, dass uns da die Mehrheiten fehlen, dann stimmt das auch für deine exemplarischen Gemeinschaften. Dann werden das auch immer nur ganz mickrige Pflänzchen sein und wir kriegen keine Transformation hin. Ja, es ist ein gewisser Widerspruch, den er da hat. Deswegen müssen wir natürlich schon die politische Ebene bearbeiten,
Ich bin ja nun ein bisschen älter und habe so ein paar andere politische Ereignisse noch im Kopf. Wenn man es politisch klug anfängt, lassen sich auch unpopuläre Maßnahmen durchsetzen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre wurde gestritten über die Einführung der Gurtenpflicht. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, das war eine äußerst emotional geführte Diskussion. Wir hatten damals in Deutschland die Situation, dass wir im Jahr 20.000 Verkehrstote hatten. Dann wurde das Faktum einfach gesetzt. Die Verkehrstoten gingen auf ein Drittel runter, waren nur noch bei 8.000. Und die Akzeptanz war da. Das heißt, auch mutig gesetzte politische Fakten können hinterher eine Akzeptanz schaffen. Fußgängerzonen in den Innenstädten. Was war das für ein emotional geführter Kampf in vielen Städten? Hinterher haben wir uns alle gefreut drüber und die Akzeptanz war vorhanden. Ebenso glaube ich, kann es beim, wenn man das politisch klug anstellt, bei der ökologischen Transformation auch gelingen. Lass uns doch erstmal mit den Sachen anfangen, die Lebensqualität oder die vermeintliche Lebensqualität der Menschen überhaupt nicht tangieren. Lass uns doch ordnungspolitisch den Schritt setzen, dass wir auf diese unzählige Kunststoffverpackungs auf diesen Wahn verzichten. Das tangiert niemanden in seiner Lebensqualität. Das wird jeder auch bald einsetzen. Lass uns mit der Rüstungsindustrie anfangen. Lass uns genau damit anfangen. Da muss man sich natürlich mit starken Lobbys anlegen, aber Bevölkerungsmehrheiten kann man dadurch eher gewinnen. Nochmal einmal Gegenrede oder Fürrede? Ja, ich finde auch, es ist gut, dass man so kleine Hoffnungsschimmer hat. Ich würde auch noch das Rauchen als Beispiel nehmen. Ich will ja hier nicht Pessimismus verbreiten. Also ich würde sagen, wenn möglichst viele Einzelne mit ihrem eigenen Leben zeigen, es geht auch ohne viel Komfort und ohne dies und das, ohne Reisen und so weiter, und sie sind glücklich dabei, dann könnte das ansteckend wirken und eine gewisse Vorbereitung sein, dass man auch ordnungspolitisch dann die richtigen Maßnahmen trifft. Jedenfalls, also hängen geblieben ist jetzt bei mir die These, gerade die Zivilgesellschaft hat die Aufgabe der Desillusionierung, also die Aufgabe, die die Parteien nicht mehr sich zu leisten trauen, aus eben dem Argument, was du genannt hast. Aber das setzt voraus, eben, dass sehr viele Einzelindividuen das verstanden haben und dass sie merken, dass ein gutes Leben ganz anders läuft als das, was uns in der Werbung gezeigt wird oder was auch die Medien verbreiten. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ja. Glücklich mit Verzicht. Ja. Bitte schön. Ja, nur eine kurze Frage. Oder ich weiß, ein paradoxes Thema. Wenn wir von Vermögensumverteilung sprechen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Wenn wir von Vermögensumverteilung sprechen und von Suffizienz gleichzeitig, finde ich, wird es etwas widersprüchlich, wenn ich sozusagen Vermögen nach unten verteile, gebe ich ja sofort auch Anreiz, mehr zu konsumieren. Und da ist so die Frage, Henne oder Ei, also muss ich erst die Suffizienz als Paradigma wirklich durchsetzen, bevor eine Vermögensumverteilung sinnvoll ist? Oder wie kriege ich die beiden Dinge unter einen Hut? Ja, genau das, das will ich nicht, dass sozusagen wir, also Vermögensumverteilung als Ankurbelung des Konsums und der Wirtschaft, das will ich vermeiden. Aber wir müssen ja zum Beispiel auch Geldvermögen mobilisieren für Infrastrukturaufgaben. Und da wird uns kein anderer Weg bleiben, als privaten Reichtum, der ja auch reichlich vorhanden ist, abzuschöpfen. Denn öffentliche Schulden sind auch ein Wachstumstreiber. Das muss man sich immer vor Augen halten. Wir können uns nicht sozusagen endlos verschulden, ohne dass das irgendwann mal einen Preis hätte. Ich weiß gerade jetzt angesichts der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, haben gerade keynesianistische Ökonomen immer wieder darauf hingewiesen, etwa auch die Ulrike Herrmann, die Wirtschaftsredakteurin der DAZ,
Leute, habt keine Angst, wir können sozusagen uns fast grenzenlos verschulden, denn die Schulden in dieser Größenordnung, die werden nie zurückgezahlt, die werden irgendwann mal bedeutungslos, die kann man sozusagen in den Büchern stehen lassen und in ein paar Jahrzehnten haben sie keine Bedeutung mehr. Das stimmt unter der Voraussetzung weiteren forcierten Wachstums. Und wenn wir das nicht mehr wollen, stimmt diese Voraussetzung nicht, dann sind tatsächlich auch öffentliche Schulden ein Problem. Das heißt, für diese Infrastrukturaufgaben brauchen wir privaten Reichtum. Dann, es gibt natürlich Armutsniveaus in Deutschland, die ich so nicht haben will. Ja? Ich will natürlich die Grundsicherung anheben, den Hartz-IV-Satz erheblich anheben, sodass wirklich er das Verfassungsgebot erfüllt, kulturelle Beteiligung zu ermöglichen. Und zwar nicht, damit der Konsum angeheizt wird, sondern damit die Menschen in Würde leben. Aber ich möchte sozusagen gerade nicht finanzielle Anreize zum Anheizen der Ökonomie schaffen. Es stimmt schon, wir müssen, der ökologische Umbau setzt auch voraus, dass wir Geld aus dem System nehmen, schlicht und einfach. Wir müssen Geld aus dem System nehmen. Bitte, was heißt das? Geld aus dem System nehmen heißt schlicht und einfach, dass wir angesichts der aufgeblähten Forderungen, die sich aufgetürmt haben und die höchst gefährlich sind, weil sie natürlich auch die Gefahr eines nächsten Crashs heraufbeschwören. Wenn wir diese Gefahr entschärfen wollen, dann müssen wir Schulden und Vermögen gleichzeitig kürzen. Das ist Geld aus dem System nehmen. Also eine, zum Beispiel mit einem Schuldenschnitt. Mit einem Schuldenschnitt zum Beispiel. Eine ökologisch nachhaltige Ökonomie, die nicht mehr wachsen darf auf einem Steady-State-System, State-Niveau, die wird sowieso auch das Geldsystem völlig anders organisieren müssen. Die wird ein Vollgeldsystem einführen müssen. Heute geschieht ja Geldschöpfung zu 95%, sage ich mal, dadurch, dass private Banken Kredite vergeben und dadurch wird sozusagen Geld in die Welt gesetzt, Geld geschöpft. Das wird es in einer Steady-State-Ökonomie so nicht mehr geben können. Da wird sozusagen Geldpolitik wieder in der Hand des Souveräns, wieder in der Hand der Zentralbank, wieder völlig in der Hand des Staates liegen. Und Geld wird sozusagen auf die Art und Weise auch reduziert werden auf seine Funktion als Tauschmittel. In dem Zusammenhang sei erwähnt, das hast du auch in deinem Buch kurz gestriffen, gestreift. Ein gestreiftes Kapitel, in dem gestreiften Kapitel hast du das gestriffen, dass eine zukünftige Demokratisierung des Finanzwesens natürlich auch sehr wichtig ist, dazu zu denken, wo insbesondere auch das Kreditwesen, also sich zum Beispiel ökologischen Imperativen unterordnen müsste und überhaupt auch wieder gesellschaftlich darüber entschieden wird, wohin wird investiert, wohin geht das Geld und dass also auch dieses private Kapitalsystem, das also investiert, um irgendwie mit irgendwas Rendite zu erwirtschaften, natürlich auch überwunden werden muss. Das können wir aber hier nur andeuten. Also meine Frage nochmal zurück ist, welche Schritte, wo fangen wir an? Ja, was muss zuerst kommen? Also müssen wir erst überhaupt dieses Sufficiency ist ja Genügsamkeit im Deutschen, müssen wir das überhaupt erstmal implantieren, bevor wir überhaupt den nächsten Schritt machen können? Oder gehen wir sozusagen an die großen Vermögen heran, um erstmal das Staatsdefizit abzubauen? Ja, also wo fangen wir an und wo führt es dann hin? Also nur als Frage, ich denke, das ist nicht zu beantworten, aber ich denke, das ist... Ich sehe das jetzt nicht als zeitliche Priorität, was hindert uns daran, beides gleichzeitig zu machen? Ich möchte Um Akzeptanz in dem Moment, denke ich. Ja, also, ja. Ich möchte den Reichtum, den obszönen Reichtum, der bei uns im Land existiert, allein aus dem Grund schon reduzieren, weil der natürlich für den größten ökologischen Fußabdruck verantwortlich ist. Ein Hartz-IV-Empfänger kann so viel Dosenbier saufen, wie er will. Er wird den ökologischen Fußabdruck, den sich unsere Eliten leisten können, für die Kreuzfahrten und der Jet-Set selbstverständlich ist, wird er nie und nimmer erreichen. Ja, das ist klar. Ich möchte schon allein deswegen privates
privates Vermögen abschöpfen. Und wir haben Aufgaben, Infrastrukturaufgaben zu stemmen. Wenn wir uns nicht noch stärker verschulden wollen, dann sind wir auf diese Summen angewiesen. Also nehmen wir Kreuzfahrten sind ein absolutes Mittelschichtphänomen, kein Oberschichtphänomen. Also wir sind hier in diesem Konsumverhalten, finde ich, an einem ganz kritischen Punkt. Und ich denke, darum geht es. Also dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass dieses Konsumverhalten nicht nach oben geht in dem Moment, wo ich mehr konsumieren kann. Ich denke, da müssten wir irgendwo anfangen. Aber gut, danke. Danke. Achim, oder war noch irgendjemand vorher? Ich habe vielleicht auch jemanden übersehen. Habe ich jemanden übersehen? Nee. Achim, dann wärst du. Immer davor, ja. Gut, dann probiere ich gleich. Also, wenn ich sogar ohne Maske einfach mal hier, ich halte Abstand. ja, ich finde das Thema Suffizienz gut und die Umverteilung auch. Und da sehe ich im Gegensatz zu Ihnen keinen Widerspruch. Weil wenn ich Geld umverteile, also den oberen Schichten, den Reichen, den Kapitalanlegern zum Beispiel ihre Kapitaleinkommen wegnehme und an die ärmeren Leute verteile, damit die mal weniger Existenzsorgen haben, dann habe ich ja die Suffizienz der Kapitalanleger gefördert. Das ist vielleicht jetzt ein lustiger Gedanke. Also die großen Kapital, es ist ja so, dass jemand, der Kapital anlegt, der erzeugt ja auch Nachfrage. Also die gesamte Ökonomie teilt sich ja eigentlich auf in die Konsumgüterproduktion für die Bevölkerung und dann in die Kapitalgüterproduktion. Und die ist umso größer, je mehr ständig neue Produktionsanlagen und neue Mobilfunkgenerationen, neue Autos und so weiter verlangt werden und produziert werden. Also, und diesen Bereich würde man kleiner machen zugunsten des Bereichs der Reproduktion, also dass dann auch wieder mehr Arbeit und Geld gesteckt wird in die Familie und in die Pflege und also in den Lebensunterhalt der normalen Bevölkerung. Der sollte vergrößert, der darf ruhig vergrößert werden aus meiner Sicht, wenn dafür der andere Bereich, nämlich der Bereich der Kapitalakkumulation reduziert wird. Also deswegen, ich sehe nicht, viele meinen so ganz naiv, wenn man Geld von oben nach unten umverteilt, dann erhöht man die Nachfrage, weil halt die Leute ein bisschen mehr Geld für den Konsum zur Verfügung haben. Aber man vergisst dazu, dass man die Nachfrage derer, denen man das Geld ja weggenommen hat, wird ja natürlich verringert. Und das ist Spekulation. Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die ihr Geld für Yachten und Ferraris ausgeben, sondern die geben Geld für immer neue Produktionsmethoden. Und also gerade im Mobilfunk, also kaum ist eine Mobilfunkgeneration entwickelt, heißt schon wieder, das ist altes Eisen, wir brauchen in 5 Jahren schon wieder das Neue. Da sieht man das. Es ist ein Wahnsinn. Und die gesundheitlichen Gefahren werden dabei nebenbei auch noch unter den Teppich gekehrt. Also ob 5G überhaupt Gesundheit unbedenklich ist, da kräht kein Hahn mehr danach. Das muss jetzt einfach sein, weil wir sonst mit Korea und USA angeblich nicht Schritt halten können. Also ich denke, überhaupt müssen wir halt diese Zweiteilung der Gesellschaft nicht aus dem Auge verlieren. Die Gesellschaft besteht nicht bloß aus einer breiten Bevölkerung und der ganze Kapitalismus würde nur daran arbeiten, die Bevölkerung zu verwöhnen und in sinnlosen Wohlstand leben zu lassen. Das ist überhaupt nicht der Zweck des Kapitalismus, sondern es gibt nach wie vor das Phänomen der Ausbeutung. Also das Wort gibt es nach wie vor. Es ist nicht im Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden. Also wir unterliegen nach wie vor der Ausbeutung, obwohl viele Leute sich ein Auto leisten können und einen BMW sogar fahren. Aber wozu nutzen sie den? Hauptsächlich für die Fahrt zur Arbeit. Und zwar 5-mal in der Woche, weil wir keine ordentliche Arbeitszeitverkürzung haben. Also ich glaube, wenn man nicht so viel in die Arbeit müsste, dann bräuchten viele Leute auch gar keine Arbeit und dann bräuchten nicht so viele Familien gleich 2 Autos, wo der eine in die Arbeit fährt und die andere muss die Kinder in den Kindergarten bringen. Also das Arbeitszeitverkürzung würde auch die Suffizienz fördern. Okay. Also ich betone diese Zweiteilung der Gesellschaft immer im Auge behalten, obwohl ich nicht so primitiv bin, zu sagen, System Change und damit ist die Sache erledigt. Also so mache ich es mir auch nicht.
Okay, was sagst du dazu? Also, ich kann dir im Wesentlichen nur zustimmen. Ich möchte das nochmal verstärken. Es gibt ja tatsächlich in unserer so reichen Gesellschaft Bereiche, die wirklich auf schändliche Weise vernachlässigt werden. Ich habe selber ein halbes Jahr lang als Altenpfleger gearbeitet. Ich sage es aus eigener Erfahrung, wir bräuchten, um eine einigermaßen angemessene Pflege zu gewährleisten, mindestens ein Drittel mehr Arbeitskräfte. Die Bezahlung, das ist jetzt schon eine Weile her, ich war Fachpfleger, ich habe damals, war im Jahr 2008, ich habe damals 1200 Euro netto gehabt, konnte davon leben, aber meine Kollegin, die war Pflegeassistentin, die hat Vollzeit gearbeitet, die hat zwar nicht dieselbe Verantwortung gehabt, aber denselben Stress wie ich. Das war alleinerziehende Mutter, die hat 900 Euro netto gehabt. Ich weiß nicht, wie sie gelebt hat. Also hier hat man schon noch einen Umverteilungsbedarf, auch wenn ich vorher so stark betont habe, wie sehr wir gerne sozusagen die soziale Armut als Alibi vorschieben, um uns selber nicht verabschieden zu müssen von bestimmten Konsummustern. So sehr stimmt natürlich auch, dass es durchaus prekäre Situationen gibt in unserer Gesellschaft, die ich natürlich beheben will. Gut. Ja, jetzt mal gegendert. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht beachtet, aber einfach nur Frauen mal nach vorn. Dann haben wir es. Bist du so zu Ende? Zwei Statements aus dem Internet liegen. Aha, okay. Ja, dann willst du die gleich anbringen. Das ist jetzt bloß ganz kurz, also okay. Könnt ihr kurz vorlesen. Zwei Statements aus dem Internet. Wir haben nämlich Livestream-Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ein Horst Peter schreibt, nach dem Super-GAU von Tschernobyl habe ich mich an einem Stromsparwettbewerb beteiligt und reduzierte den Stromverbrauch unseres Vier-Personen-Haushalts von 4.800 auf 1.400 Kilowattstunden im Jahr. Gewonnen hat aber ein Haushalt, der eine Solaranlage anschaffte und seinen Stromverbrauch nicht wesentlich reduzierte, sondern durch vollständige Eigenerzeugung auf Null gerechnet wurde. Das ist das eine Statement. Und der Patrick schreibt, es wird sich mit unserer sogenannten Demokratie vor allem mit dem Werkzeug der Mehrheitsentscheidung kaum etwas ändern. Bürgerräte und Konsensierungsmethoden sind die wahre Revolution in den Köpfen. Wieso? Was jetzt gerade geschrieben ist. Also das mit den Mehrheiten kontra Bürgerräten habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht kann er das da nochmal vertiefen, wenn er ja uns jetzt zuhört. Bürgerräte wären ja ein partizipatives Verfahren, womit man also dauerhaft immer wieder das Öffentliche, zum Beispiel in der Wasserversorgung, hätte man Bürgerräte, die da mitbestimmen. Was ist jetzt genau der Unterschied zu einer Mehrheitsentscheidung, auf die er nicht vertraut, wenn er da vielleicht nochmal was reinschreibt? Ja? Okay. Danke, Patrick. Und dann wäre jetzt Almut an der Reihe. Ja, ich wollte mal auf die Corona-Pandemie kommen. Und ich beobachte... Bisschen lauter, Almut. Ja, und ich beobachte ziemlich genau die sogenannten Leitmedien. Also ich lese sehr viel in der Presse und gucke mir einiges an. Und Almut war beim Spiegel Journalistin, muss man dazu sagen. Es gibt ja zum Beispiel... es tut mir leid. Mikrofon. Ja. Achso. Das funktioniert. Ja. Du kannst doch rausnehmen. Achso, ja, das kann man rausnehmen. Ja, super. Ja. Und grün ist es auch, ja. Und was in diesen Medien, die ich mit großem Interesse beobachte, also ich finde, ich bin nicht so weit, gerade weil ich in den Medien gearbeitet habe, die also sozusagen total abzuschreiben, dazu ist ihre Bedeutung doch immer noch zu groß. Gibt es im Grunde zwei Versionen, was die Corona-Epidemie anbelangt. Es gibt die Meinung, dass danach, wann immer dieses danach sein wird, alles anders sein wird, weil eben die Epidemie wie ein Brennspiegel gezeigt hat, was alles nicht geht. Ihr wisst, was ich meine, also Gesundheitssystem, es wird also dann ganz anders sein. Und es gibt die Meinung, dass der Kapitalismus gestärkt wird und sich zuspitzt durch diese Epidemie, weil eben zum Beispiel das systemrelevante Unternehmen ist halt Amazon,
die großen digitalen Medien werden auch durch uns und unsere Zoom-Gesellschaft, die im Augenblick läuft, immer stärker werden, und sie werden auch immer stärker zu Überwachungsinstrumenten und so. Ich will das jetzt nicht wiederholen, mich würde nur interessieren, wie du die politische Bedeutung in deinem Sinne dieser Epidemie interpretieren würdest. Also ich sehe das vor allem so, dass wir mit dieser Situation eine große Chance vertan haben. Wir hätten die Chance gehabt, aus dieser Pandemie, die als Naturereignis, als quasi Naturereignis über uns gekommen ist, sozusagen aus dem Degrowth by Disaster ein Degrowth by Design machen können. Wir hätten sozusagen die Rezession, mit der wir es plötzlich zu tun hatten, gestalten können. Wir hätten sozusagen die Schrumpfung der Ökonomie, die aufgrund eines Ereignisses eingetreten ist, das wir alle nicht erwartet und nicht gewollt haben, dazu nutzen können, diese Schrumpfung sinnvoll zu lenken. Wir haben es leider nicht getan. Wir haben leider das Falsche getan. Degrowth by Disaster, Degrowth by Design. Design hätte für mich zum Beispiel bedeutet, dass wir völlig verzichten darauf, mit Staatshilfen Strukturen aufrechtzuerhalten, die wir sowieso abbauen müssen, weil sie ökologisch höchst kontraproduktiv und schädlich sind. Die 3 Milliarden, die der TUI-Konzern bekommen hat zum Beispiel, darauf hätte man völlig verzichten können. Ich bin sehr dafür, dass man in so einer Situation die Existenz einzelner Menschen sichert. Da bin ich sehr dafür. Ich bin auch sehr dafür, dass man sinnvolle Strukturen sichert, auf die wir angewiesen sind, zum Beispiel der Einzelhandel, und für mich gehören da durchaus auch die Kneipen dazu, da bin ich sehr dafür, aber Strukturen, die wir sowieso aus ökologischen Gründen abbauen müssen, die hätte ich erstens mal nicht gestützt und zweitens mal hätte ich die Situation genützt, um sie sozusagen in die Hände der Gesellschaft überzuführen. Lufthansa-Konzern zum Beispiel hätte man, wenn man es politisch klug angestellt hätte, vollkommen übernehmen können, ja? Bei dem raschen Absinken der Aktienkurse. Also diese Chance haben wir leider verpasst. Gut, wir können uns damit trösten, dass die größten Frechheiten vielleicht doch nicht passiert sind. Also von der Abwrackprämie hat man dann doch Abstand genommen, weil auch nach diesem Dieselskandal und alles andere, glaube ich, hätte das niemand in der Bevölkerung verstanden. Ja, also da hat man doch davon Abstand genommen, aber auch die Verkaufsprämie für E-Autos mit 6.000 Euro ist ökologisch höchst kontraproduktiv und sozial höchst ungerecht. Ich habe den Aufschrei der Linken vermisst. Die schon einfach, auch wenn sie von Ökologie nichts verstanden haben, hätten sie doch aufschreien müssen angesichts der Tatsache, dass allgemeine Steuermittel dazu verwendet werden, einen privaten Luxuskonsum zu finanzieren. Also wir haben diese Chance verpasst. Es wäre die Chance gewesen, sozusagen die Situation zu nutzen, um den Schrumpfungsprozess einzuleiten und solidarisch zu gestalten, der uns sowieso bevorsteht. Almut, nochmal nachgefragt? Ja, also nochmal, wer ist Mann? Also Mann ist die Politik. Unsere Regierung. Ja. Und die hat gewonnen. Ne? Also durch das staatliche Eingreifen ist die Bedeutung der Politik ja gestiegen, so wird immer interpretiert, und beweist, und die Leute gutieren es. Ne? Also die CDU oder die CSU sind ja so stark wie lange nicht mehr. Ne? Also mir ist so dieses Mann, wo sind die Kräfte? Die Gewerkschaften versagen total in diesen Fragen, meiner Meinung nach. Also du kritisierst zu Recht die Linkspartei. Ich sehe einfach nicht die organisierten Kräfte, die da diejenigen sind, die in diese Richtung, die du jetzt angedeutet hast, also Druck gemacht haben könnte. Ja, also das linke Spektrum der Opposition, sage ich mal, das war sehr enttäuschend, denn weder von der Linken noch von der Grünen ist da viel an Alternativen gekommen. Ich habe von beiden Parteien nichts Wesentliches vernommen.
Und das ist schon eine ziemliche Schwäche. Es gab andererseits ein bemerkenswertes Bündnis zwischen BUND und Gewerkschaftern in einem Manifest, kann ich mich erinnern, im April. Mhm. Ja, jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht. Jetzt kommen wir mal nach hinten zu einem Gast. Ich weiß den Namen nicht. Uli Essig. Okay, willkommen. Ja, ich habe auch mal ein Mikrofon. Also, mir wäre es wichtig, dass wir heute Abend auch ein bisschen über das Thema reden, Kapitalismus, Wachstumsideologie und Macht. Also die Vorschläge sind natürlich unvermeidlich so, dass es um demokratisch legitimierte, demokratisch gesinnte Wandlung in dieser Gesellschaft geht. So, und jetzt, wie bringt man das aber hin? Umverteilung von Geldern, von der reichen Schicht in die Gesamtbevölkerung, die geben das ja in aller Regel nicht freiwillig her. Ja, und wenn wir die Geschichte anschauen, mindestens seit 150 Jahren wird fast weltweit eine Wachstumsideologie propagiert. Und das zeigt sich bis heute in den Fernsehnachrichten oder Radionachrichten im Zuge dieser Corona-Pandemie. Da wird halt berichtet von dramatischen Einbrüchen der Wirtschaft, 9%, 10% im Vergleich zum Vorjahr ist jetzt die Wirtschaftskraft oder das Bruttosozialprodukt gesunken. Und da muss man halt schon viel differenzierter hinschauen. Für manche Branchen, Gastronomie, Künstler, da sind diese Einbrüche natürlich existenziell und absolut dramatisch. Die sind kurz vor dem Exitus. Für die Gesamtwirtschaft, für Großindustrie, 10% weniger als letztes Jahr, ist ein Klacks. Das juckt doch überhaupt keinen, wenn man es mal genau anschaut. Ja, das bringt ja die Wirtschaft nicht um. Sondern das reduziert halt nur dieses ständige Wachstum und noch mehr Profit und so. Ja. Aber jetzt der für mich wichtige Punkt, der für mich wichtige Aspekt ist die Machtfrage. Wie bringt man es fertig, die Leute, die bei uns im Land die Macht haben, das sind im Wesentlichen Industrien und Banken, wie bringt man die mit ins Boot, wie bringt man die mit auf diese Transformation der Gesellschaft? Ich hoffe, Sie erwarten von mir jetzt auf diese Frage keine schlüssige Antwort. Aber wir müssen drüber reden. Ja, das ist wahr. Ach, das war jetzt eine Antwort. Okay. Ja, wir wissen, dass wir es mit der großen Macht des Kapitals zu tun haben, der natürlich derzeit die Politik, wie sie funktioniert, ziemlich unterworfen ist. Das ist völlig klar. Meine Antwort ist nur die, die ich bereits in meinem Referat gesagt habe, die einzige aussichtsreiche Chance ist, dass wir durch eine Radikalisierung und Verbreiterung unserer Proteste eine Delegitimation bewirken und dieses Kapital in die Enge treiben. Es gibt ja schon wenigstens partiell Erfahrungen, wo uns das gelungen ist, dass das Kapital nicht mehr so konnte, wie es wollte. Die Erfahrungen gibt es ja. Unsere Proteste waren ja nicht nur ohnmächtig. Ja, ich bin ja auch biografisch etwas geprägt. Meine Politisierung begann mit einer Erfolgsgeschichte. Ich habe als junger Student dazu mitgeholfen, dass wir in Österreich keine Atomkraft haben. Ja, wir haben das verhindert mit unseren Protesten, auch in Deutschland. 40% der Planung sind erst gar nicht umgesetzt worden, weil sich völlig überraschend, niemand hat damit gerechnet, dass aus einer Gruppe von ein paar spinnerten Physikern, entschuldige Helmut, dass aus einer Gruppe von ein paar spinnerten Physikern die größte Protestbewegung dieser Republik mal erwachsen wird. Das heißt, wir haben nicht nur Niederlagen erlitten und ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen das Kapital in die Enge treiben, ja.
Wie haben wir denn gefeiert, als der Herr Albrecht, der Vater von der Frau von der Leyen, als Ministerpräsident von Niedersachsen den Satz über die Lippen bringen musste, angesichts der geplanten Wiederaufbereitungsanlage, politisch gewollt, aber nicht durchsetzbar. Nicht durchsetzbar, warum? Wegen der anhaltenden Protestbewegung, die man sich nicht mehr leisten konnte. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die die Macht von Kapital im Bündnis mit den entsprechenden politischen Kräften letztlich zu brechen. Da möchte ich noch mal ergänzen, daran erinnern, dass du in deinem Buch schreibst, es ist vor allen Dingen ein ethisches Projekt der Menschheit, das uns bevorsteht. Das heißt, du setzt eigentlich auch sehr stark auf die positive Wirkung von Moralisierung, also dass Menschen sich einfach erfüllen und begeistern lassen davon, dass wir sinnvoller, klüger, mäßiger und freudiger in die Zukunft gehen können, als mit dieser heutigen Plünderungslogik, die uns ja durch und durch auch vergiftet, so, also mehr oder weniger direkt auch. Und insofern vielleicht nochmal, dass du ja eigentlich auch als Philosoph und Theologe eine sehr starke ethische Sichtweise hast und ja auch wirklich sehr stark darauf setzt, dass das auch ansteckend sein kann. Also das drängt mich jetzt, das zu präzisieren, was ich damit gemeint habe. Also es Folgendes, wir haben ja seit Jahrzehnten bei uns die Diskussion, also alle Kräfte, die sagen, wir müssen den Kapitalismus überwinden, wer ist eigentlich das Subjekt der Revolution? Wer ist eigentlich die gesellschaftliche Kraft, der Träger der Veränderung? Der Karl Marx hat in einer seiner Frühschriften, in einer seiner interessantesten, die den etwas schwerfälligen Titel trägt, Vorwort zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, aber schon unheimlich spannend zu lesen ist, das ist jene Schrift, in der auch seine berühmte Religionskritik formuliert ist, da hat er diese gesellschaftliche Kraft genau identifiziert. Der hat gesagt, es gibt eine Klasse, die kann sich nur selbst befreien, indem sie die Gesellschaft insgesamt befreit, weil ihr unmittelbares Eigeninteresse zusammenfällt mit dem Gesamtinteresse der gesellschaftlichen Umwälzung. Und das ist das Proletariat. Das Problem ist, diese Analyse trifft auf uns in den reichen Industrieländern nicht mehr zu. Da kann der Christian Zeller, mein österreichischer Kollege, noch so sehr in seinem Buch Revolution für das Klima betonen, das können nur die Arbeiter und die Arbeiterklasse wird das schaffen. Dafür findet er weder einen analytischen Grund, der einleuchtend wäre, noch ist es vom empirischen Befund gedeckt. Denn das unmittelbare Interesse eines Malochers bei Daimler in Sindelfingen ist nicht, dass die Autoproduktion reduziert wird. Ich hoffe natürlich, dass auch Arbeiter sozusagen über ihre eigene Situation hinausdenken können. Aber die Diagnose stimmt nicht mehr, dass das sozusagen die prädestinierten Träger der Revolution sein müssen. Deswegen glaube ich, und das war in dem Zusammenhang, habe ich dann von Ethik gesprochen, wir sind darauf angewiesen, dass es eine kritische Masse von Menschen gibt, die bereit sind, gegen ihre eigenen unmittelbaren Interessen zu handeln. Bei uns in den Industrieländern ist es so, weil wir ja alle in mehr oder weniger geringen oder größerem Maß Profiteure von einer globalen Ausplünderung sind. Ja? Liegt es nicht in unserem unmittelbaren Interesse, diese Transformation herbeizuführen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass es eine genügend große Masse von Menschen gibt, die bereit sind, gegen ihre unmittelbaren Interessen zu handeln. Da kommt für mich tatsächlich die Ethik ins Spiel. Und in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, wir müssen den Sozialismus wieder als ethisches Projekt betrachten. Weltweit sieht das vielleicht anders aus. Weltweit gibt es marginalisierte Gruppen, wie etwa Indigena-Bewegungen oder Kleinbauernbewegungen, die sich eine Landreform von unten ertrotzen und so weiter, die global gesehen unsere potenziellen Bündnispartner sind. Aber hier in unseren reichen Industrieländern ist das nicht mehr so einfach, wie das noch im Jahr 1844 für Karl Marx war. Danke. Ich weiß jetzt nicht mehr, also du hattest ja schon mal, dann hat ich jetzt hier irgendjemand übersehen? Nee, dann sind Sie am Reihe. Und wenn dann kein anderer nochmal dann würde ich sagen, beenden Sie auch, weil du auch zum Zug musst, ne? Ja. Ich glaube, die ganze Diskussion geht an einem wesentlichen Punkt vorbei, nämlich
an der Struktur des Menschen. Sprich sogar ins Mikro. Ins Mikro, nicht vorbei. So, ja. Okay. Zuerst muss der Mensch sehen, dass er überlebt. Das ist ein typisches Merkmal des Menschen. Er muss also bis zum gewissen Grad erstmal egoistisch sein. Ich will überleben, wie jedes Lebewesen in der Natur. Aus dieser Wurzel entsteht, kann aber auch die Gier entstehen. Und die Gier ist das wesentliche Element, was die Probleme in der Gesellschaft schafft. Weder Geld noch Maschinen, sondern die menschliche Eigenschaft Gier gepaart mit Machthunger und Eitelkeit. Diese Todsünden, die schon vor tausenden Jahren beschrieben worden sind, die sind das Übel unserer Gesellschaft. Ich kann Geld umverteilen, wie ich will. Wenn die Geldempfänger auch wieder gierig sind, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Es kommt gar nicht darauf an, wer das Geld oder die Maschinen besitzt. Es kommt darauf an, wie ich sie einsetze und wofür ich sie nutze. Das heißt, wie in unserer Verfassung steht, Besitz verpflichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Und wenn der Besitz dem Allgemeinwohl dient, dann brauche ich den nicht transformieren. Dann habe ich das Ziel erreicht. Er wird ja dann nicht mehr missbraucht. Der Missbrauch ist ja das Furchtbare. Und der Missbrauch ist, die Gier ist die Ursache von dem Missbrauch. Und wenn, was die Linken sagen, den Kapitalismus überwinden, dann kommen neue. Dann ist oft nur die Regel, das hat man in den letzten 100 Jahren erlebt, dass ein Teufel durch den anderen Teufel ausgetrieben wird. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer These, nicht, dass die jetzt verloren geht. Und lassen Sie ihn vielleicht darauf antworten, bevor Sie jetzt ein neues Fass aufmachen. Nee, das ist alles dasselbe. Oh, das ist alles dasselbe. Ja, dann, aber dann haben wir schon verstanden. Das heißt, der Mensch muss zur Besinnung kommen. Und da sehe ich, wenn ich das weltweit betrachte, herzlich wenig Chancen, dass das passiert. Das heißt, der Egoismus wird weiter triumphieren, bis es mal zu einer Naturkatastrophe oder Ähnlichem kommt, wo es dann nicht mehr so geht, ganz einfach. Ja, danke für diesen wichtigen Punkt. Ich möchte nur auf eines aufmerksam machen. Es ist ein bisschen problematisch, von dem Menschen zu sprechen und bestimmten anthropologischen vorgegebenen Strukturen, denn der Mensch ist immer ein Mensch unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, und das, was wir sozusagen, das Menschenbild, das wir haben, ist auch immer abhängig von bestimmten konkreten historischen und gesellschaftlichen Bedingungen. Und es ist ja eine klassische ideologische Figur, dass man sozusagen ganz bestimmte Verhaltensweisen an anthropologischen Konstanten festmacht. Das habe ich nicht gemacht. Die eigentlich, ja, ich möchte nur auf die Gefahr hindeuten. Das ist auch keine, ist auch kein Widerspruch, den ich jetzt mache, sondern ich knüpfe sozusagen an Ihre These an. Es ist eine klassische ideologische Figur, dass man bestimmte Verhaltensweisen, die man an einem Menschen einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Situation beobachtet, anthropologisch festmacht. Also das heißt, ganz konkret, der Mensch gebraucht Ellbogen in einer Gesellschaft, wo das nötig ist, Ellbogen zu gebrauchen, die so verfasst ist, dass er Ellbogen gebrauchen muss. Das heißt, wenn man über den Menschen spricht, muss man immer gleichzeitig über die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen sprechen. Ich habe gelernt von Evolutionsbiologen, dass die Hominisierung damit begonnen hat, dass Primatenhorden angefangen haben, miteinander ihr Essen zu teilen. Ich habe gelernt von Soziologen, dass es sowas wie einen Alltagskommunismus gibt, dass sich also die Menschen in ihrem Alltag die meiste Zeit über eben gar nicht nach den Spielregeln des Kapitalismus verhalten, und dass unser Zusammenleben längst schon zusammengebrochen wäre, wenn dem nicht so wäre. Und wenn ich sage, wir müssen den Sozialismus wieder als ethisches Projekt verstehen,
dann knüpfe ich meine Hoffnung daran, dass ich glaube, dass der Mensch so unendlich viel mehr ist als der Homo economicus, auf den uns die Neoliberalen reduzieren wollen. An dieser Stelle das, möchte ich wieder aufrufen, nochmal Patrick. Das glaube ich nicht. Können gleich noch das, okay, Glaubensfrage. Patrick ist jetzt nochmal zu Wort. Ja, genau, Patrick schreibt jetzt nochmal. Und zwar der die Frage mit den Bürgerräten aufgeworfen hat. Ich wollte darauf antworten. Okay. Das ist ganz kurz, also eben die Bürgerräte und das, er bezieht sich auf das systemische Konsensieren. Und zwar, also schreibt eben Mehrheitsentscheidungen teilen und dann stellt also die Frage, warum gehen wir mit Familie, Freunden, mit Gespräch und Konsensfindung um? Eben weil hierbei mehr Zufriedenheit bei möglichst vielen Teilnehmern erreicht wird, also das systemische Konsensieren. Und weiter schreibt er noch, die Mächtigen holt man nicht ins Boot, das Kapital lässt sich nicht in die Enge treiben, solange man nicht aus diesem Gedankenkäfig ausbricht, gibt es keine Selbstermächtigung. Das heißt, die sollen wir einfach aus dem Boot werfen, nicht ins Boot holen. Oder? Okay, also ist das klar geworden? Also wenn du den letzten Satz nochmal wiederholst, nicht, dass ich das jetzt zu salopp irgendwie konterkariert habe. Die Mächtigen holt man nicht ins Boot und das Kapital lässt sich nicht in die Enge treiben. Solange man nicht aus diesem Gedankenkäfig ausbricht, gibt es keine Selbstermächtigung. Also der Gedankenkäfig wäre der, dass man die Illusion hat, man könnte sie mit ins Boot holen. Habe ich so verstanden? Ja. Okay, also so. Jetzt dürfen Sie noch mal einmal. Ja. Ihre Ausführungen sind soweit richtig, solange es den Menschen oder die Menschengruppe um ihre Existenz kämpft. Wenn alle Leute arm sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein großer Zusammenhalt ist. Sobald aber ein Besitz da ist, ändert sich die Situation. Dann entsteht ein Konkurrenzkampf. Okay, nochmal jetzt also sozusagen. Und vielleicht ist es jetzt auch die Gelegenheit für ein Schlusswort für dich, also sofern du darauf verzichten kannst, weil nein, du möchtest unbedingt nochmal. Okay. Aber dann nochmal jetzt darauf antworten oder lieber dir das für Schlusswort vielleicht aufheben. Dann kommt auch nochmal Jochen nochmal mit einem Beitrag und dann hat Bruno das Schlusswort und geht nochmal rein. Ich möchte mal zu dem Punkt Macht zurückkommen, was ja in der Diskussion aufgeschieden ist. Wir denken immer, das ist, sagen wir, ist eine Denkfigur, die überhaupt nicht aus den Köpfen zu kriegen ist, die Macht des Kapitals, die Macht der großen Kapitaleigner. Das ist für mich ein falscher Gedanke. In einer Demokratie haben die gewählten Repräsentanten des Volkes die Macht. Die Parlamentarier könnten jedes Gesetz beschließen. Wir müssen fragen, warum sie nicht ein Gesetz beschließen, was zum Beispiel die Macht des Kapitals beschränkt. Und sie beschließen deswegen die Gesetze nicht, die notwendig wären, weil die Bevölkerung, die Wähler, nicht mitmachen. Ja, das ist jetzt eine schwierige Grundsatzfrage. Ich bin ja als Sozialist der dezidierten Meinung, dass Demokratie im emphatischen Sinne auf dem Boden des Kapitalismus letztlich nicht gedeihen kann, weil die gewählten Parlamente im Wesentlichen das nachvollziehen, was ihnen die Imperative der Kapitalverwertung vorgeben. Und zwar schlicht und einfach deswegen, sie hängen ja am Tropf. Also wie wird denn der Staat finanziert? Der Staat finanziert sich über Steuereinnahmen und über Staatsanleihen. Das heißt, er ist sozusagen auf den Geldfluss angewiesen, der resultiert aus dem wachstumsgetriebenen Kapitalismus. Deswegen ist es natürlich, wir haben in unserem politischen Kampf darauf hinzuweisen, was und dafür Druck zu machen, was die politische Ebene machen könnte, mit welchen ordnungspolitischen Schritten sie was erreichen könnte. Wir müssen uns aber dabei bewusst sein, dass wir bei diesem, wenn wir auf die politische Ebene auf die Art und Weise Druck machen, es immer auch gleichzeitig mit Kräften des Kapitals zu tun haben. Das ist ein schwerer Kampf, das ist mir schon klar, aber ich meine doch, dass wir Chancen haben, ihn zu gewinnen.
Und wir denken dabei auch immer an unsere Verstrickung, haben wir heute ja auch gelernt von dir. Ja, viel Stoff haben wir heute bekommen. Es war ein tolles Palaver in dem Sinne, dass auch alle wirklich toll miteinander im Gespräch waren. Auch sogar heute mit Internetbeteiligung. Ich danke euch ganz herzlich und ich danke dir ganz herzlich, Bruno. Er muss jetzt zum Zug. Er fährt zurück nach Mainz. Danke für deinen Besuch und wir freuen uns schon auf den nächsten und schildern dir dann, ob wir weitergekommen sind bei unserer Bootsfahrt. So oder so. Vielen Dank.